Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Try Industries of Titan. Das ist jetzt die letzte Folge unseres Reinguckens in das Spiel. Und mit einem lauten Röhren wird wieder mal ein bisschen Müll verbrannt. So, ich kann jetzt diese Factory mit der anderen Factory auf demselben Level connecten. Schauen wir doch mal. Combines two adjacent buildings of the same type and level for improved efficiency. Okay. Connecting will disable both buildings until connection is complete. Okay, wir haben da ja sowieso nicht viel drin momentan. Oh, das ist ja witzig. Jetzt bin ich mal gespannt, was das gibt. Kostet immerhin ein Isotop, ist also nicht ganz billig, der Spaß. Mal gucken, was sie jetzt hier tun. Ob das jetzt irgendwie coolere Gebäude werden oder so. Okay. Jetzt kommt irgendwas anderes, so ein Gerüst oben drüber. Ah, das ist ja witzig. Finde ich ja cool irgendwie. Na, was passiert denn da jetzt? Okay, man sieht nicht, was da passiert. Das ist schade. Also neu gedruckt wird jetzt nichts, aber irgendwelche Dinge passieren. Eieiei. Okay. Unsere freundlichen Bürger. Wo rennst denn du jetzt hin? Ach, ihr lauft hier zu den Isotop-Patches. Okay, okay, ich sehe das schon. Und das ist jetzt langsam abgebaut, so wie es aussieht. Sparse, okay. Da haben wir nicht mehr lange Spaß dran, fürchte ich. Das ist natürlich nicht so schön. Also müssen wir hier weiter brav abbauen und froh sein, dass wir hier ein etwas Besseres haben. Ultra Rich, okay. Oh, die sind richtig teuer, meine Fresse. Okay. Ja gut, dann müssen wir uns halt hier entlang bauen. So, mal gucken, was hier noch passiert. Na? Was passiert denn hier? Kommt, Leute, baut mal ein bisschen schneller. Ich bin gespannt. Was soll der Mist? Also von hier aus sieht es jetzt auch nicht hübscher aus. Wahrscheinlich gehen sie schon davon aus, dass man während des Tutorials dann erstmal Fabriken zusammenbastelt. Okay, gucken wir mal, wie das jetzt ausschaut. Na? Okay. Ist nicht schlecht. Also nicht, dass es jetzt hübscher wäre oder so. Und das kann ich jetzt auch upgraden, aber es kostet dann gleich mal 4 Isotope, okay? Oh ja, warum nicht? Mal schauen, wie es innen aussieht. Habe ich jetzt... Ah, oh, das ist natürlich ein Vorteil hier. Geil. Da kann ich mir hier so ein richtig mega großes Teil basteln. Ja, das ist ja mal die Härte. Wahnsinn. Also hier haben wir so einen richtig mega fetten Floor irgendwie. Boah. Also ich könnte hier jetzt sehr, sehr viel Zeug reinbauen, wenn ich das wollen würde. Aber ich schätze mal, das ist dann auch dafür gedacht, dass man dann so Sachen hier wie Refiner machen kann. Oder die Zentrifuge oder den Purifier. Processes dangerous toxic waste, creating a larger amount of the less radioactive waste. Oh, okay, also es wird hier also noch sehr viel mehr ekliges Zeug geben, mit dem wir irgendwie umgehen müssen. Und dafür braucht man dann natürlich auch Fabriken, die sowas hinkriegen. Ja gut, das verstehe ich aber auch. Also offensichtlich hat der Titan hier noch einige unangenehme Überraschungen für uns, wenn ich mir das mal so richtig anschaue. So, dann surveyt hier doch mal bitte. Und wie hier abgebaut wird. Ich finde das so witzig. Hier mit diesen Saugern. So. Während dann die Drohne erstmal die ganzen Metalle aus dem Boden rausschießt. Das ist echt witzig. So. Ah, hier ist unser Surveyor, der jetzt erstmal im strömenden Regen versucht rauszufinden, was wir für interessante Dinge aus diesem uralten Gebäude rausziehen können. Oh, hier ist auch noch eins. Cool. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Isotop, 3 Müll, ein rotes Artefakt. Ja, was nehmen wir da wohl, ne? Wer weiß, wofür wir das nicht noch brauchen können. Mal abgesehen davon, man möchte sich ja jetzt hier auch nicht irgendwie die falschen Sachen anschaffen. Oh, ich finde das so faszinierend, wie das abgerissen wird. Also mit einem Scan-Gitter wird das hier einfach mal in seine Bestandteile zerlegt. Sehr geil. Sowas könnte ich ehrlich gesagt auch mal für den ganzen Müll in unserem Keller brauchen. Das wäre sehr praktisch. Das macht nur leider keiner. So, das ist hier surveyed.
Es gibt zwei Wastes in dem Teil. Ja, das war ja mal wohl gar nichts. Also weg damit. Den Müll braucht man nicht, der macht nur Dreck. Ist ja jetzt nicht so, als hätten wir nicht schon genug Müll dadurch, dass wir hier irgendwie unsere Bürger haben, die die ganze Zeit irgendwelchen Dreck machen. Ah. Und natürlich ist die Fabrik hier direkt nebendran, aber hey, was soll's. Kriegen wir schon hin. Oh Mann. Ich frage mich, ob man hier auch noch eine dritte Fabrik hinsetzen könnte, rein theoretisch oder hier dran. Weil wenn sie das tatsächlich ermöglichen, also hier zum Beispiel, wenn ich hier noch eine Fabrik hinbaue und sage, hier connecte bitte das mit diesem Gebäude, dass wir dann hier so ein Mega-L irgendwie haben oder so ein Eck. Boah, da könnte man ja Mega-Fabriken erschaffen. Klar, die sind natürlich dann auch leichter von irgendwelchen Gegnern anzugreifen, aber ich meine, allein die Vorstellung, dass dieses Spiel uns tatsächlich die Möglichkeit gibt, das so modular herzustellen. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal, ob das möglich ist. Ich meine, wir brauchen das Ding jetzt zwar eh nicht. Und es kostet uns auch gleich mal wieder. Boah, es kostet 30 Dinger. Wow. So, hier bitte Metalle abbauen, liebe Leute. Weil die haben hier offensichtlich genügend Metall abgeschlachtet. Ausgeschlachtet, whatever. Puh. Das ist hier eine Mine. Das ist eine Storage-Dingsbums. Ich guck mal eben, dass ich jetzt hier so ein Residential-Ding baue. Das finde ich irgendwie witzig hier. Für Citizens. Oh, das ist hübsch. Das sieht ja mal hübsch aus hier. Da könnten wir dann unsere Leute hin einziehen lassen, umziehen lassen, whatever. Wie sieht denn momentan unser Grid aus? Das heißt, das Ding müsste ich dann hier hinsetzen oder so. Ja. Ah. Oh, warte mal. Ich könnte den Energiepylon upgraden. Was kostet denn das? Isotope. Ha! Ja, wir upgraden das mal. Okay, jetzt funktioniert natürlich erstmal nichts, weil unser Pylon verbessert wird, aber dadurch, dass wir das jetzt hier vergrößern können, das finde ich eigentlich ganz witzig. Also, dass wir hier nicht irgendwie 20.000 Sachen hinbauen müssen, sondern eben sagen können, okay, wir machen das jetzt ein bisschen schicker. All right, Founder. We're beginning to reach the limits of our territory and vision. To cut through the smog and see further, we need a command center. The command center will extend our vision range and expand the territory we can claim from the council. Once we build it, though, we better make sure it stays standing. If we lose our command center, faraway buildings will no longer be under our control. Build a command center now. Let's claim some more land. Okay. Ja, jetzt haben wir aber erstmal einen schickeren Energiepylon. Und unser ganzes Geld haben wir auch für etwas ausgegeben, was wir jetzt gerade noch nicht brauchen. Also scheiß drauf. Oh, okay, das wird. Oh, fuck! Okay, das Ding wird jetzt hier groß. Jetzt haben wir ein etwas größeres Grid. Jetzt können wir hier überall hinbauen, sozusagen. Das heißt, ich könnte rein theoretisch hier irgendwie so ein hübsches Office oder Residential Building hinsetzen. Aber wir sollen ja zuerst so ein Command. Das kostet natürlich erstmal 500 Credits. Ach, leck mich doch. Supi, da freut man sich doch. Okay, ich sehe schon, wir müssen uns mal wieder mit ein bisschen mehr Energieproduktion beschäftigen. Warte mal, was ist das? Er sagt mir hier, das Storage ist voll mit allem möglichen Kram. Okay, ja, wir haben ja noch anderen Kram. Wir haben ja noch anderes Zeug. Insofern ist das jetzt nicht so schlimm. Und hier sind unsere Leute fleißig am Geld generieren. So gehört sich das. Wir könnten jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Bürger brauchen, die Geld generieren, aber das ist jetzt erstmal nicht so unser Thema. Ich guck mal eben hier rein. Wie viel Energie generieren wir denn momentan? Wir haben noch 4 frei, das heißt, unser Command Center könnte ich damit noch unterbringen. Wie viel Fuel haben wir? Das reicht auch noch. Haben wir denn hier jetzt irgendwo genügend Tanks? Wie sehen die aus? Die sind voll, okay. Ich glaube, ich werde jetzt noch einen Fuel Fabricator hinsetzen. Und einen kleinen Tank. Und als nächstes werden wir uns wieder damit beschäftigen, einen Energiegenerator zu setzen. Wenn ich den jetzt hier reinbacke, wird das natürlich ein bisschen ärgerlich.
Weil dann können wir nämlich hier in die Ecken nicht mehr so viel reintun, aber das macht jetzt nichts. Ich glaube mal, so einen kleinen Energiegenerator wie den hier, den kriegen wir hier alle mal noch rein. Ja, das sieht gut aus. So, der braucht Fuel. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Also das hier ist definitiv unsere Ecke mit, wir erschaffen hier eine Menge Zeug. So. Hier ist das Energierelay. Hier könnten wir rein theoretisch noch eine Batterie hinsetzen. Die ist auch schon voll. Wow, okay. So, dann haben wir hier einen Fuel Tank. Ich darf jetzt mit den Mineralien nicht übertreiben. So, okay. Also ich denke mal, das hier bringt ausreichend Storage für alle möglichen schönen Dinge. Oh, das Ding ist ja ganz schnell voll hier. What the fuck? Okay. Gut, wie gut, dass wir hier noch einen Fuel Tank haben. oh Mann, das ist ja mal krass. Wahnsinn. Wie schnell das hier voll geht, wenn man ordentlich Fuel produziert. Aber gut, wir haben ja jetzt hier auch mehrere Fabrikatoren, die plus 4 geben. Also man muss halt wirklich gucken, dass wir das am besten irgendwie so zusammenbringt, dass es keine Lücken gibt. Und man muss es nacheinander bauen, weil die sonst zu den jeweiligen Bauplätzen nicht hinkommen. Und währenddessen wird hier fleißig Geld generiert. Oh Mann. Das ist echt... Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich mir diese Office-Dinger gekauft habe. Wahrscheinlich hat dieses Tutorial extra drauf gewartet, um mich dafür zu bestrafen. weil ich es jetzt mal wieder nicht geschafft habe zu warten, weil ich zu eilig war. Das ist echt nicht gut. So, hier kommt der neue Energiegenerator. Und hier kommen hoffentlich dann auch gleich unsere Tanks. Na kommt Leute, schraubt das hier mal zusammen. Wow, jetzt sind wir aber etwas low on Mineralien irgendwie. Mal gucken. Ich werde gleich mal schauen, ob ich beim Council ein paar Mineralien eintauschen kann, um uns hier etwas zu verbessern. Ich frage mich, ob der Waste am Schluss dann irgendwie noch einen anderen Sinn hat, dass man aus dem Müll vielleicht irgendwas Sinnvolleres macht, außer ihn halt die ganze Zeit in die Luft zu blasen. Vielleicht können wir damit dann später irgendwie bessere, was weiß ich, Recyclingprodukte herstellen oder sowas. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht verkehrt. Also eine bessere Lösung für den ganzen Mist. So, hier haben wir einen Tank. Den dürft ihr gerne jetzt füllen. Ja, da kommt was rein. Sehr schön. Und hier brauchen wir noch ein bisschen Mineralien, damit das fertig wird. Ja, könnt ihr immer nur eins tragen? Boah, das ist doch ätzend. Echt, Leute, ihr schafft es immer nur ein Teil zu tragen. Kein Wunder, dass das so lange dauert. Aber wenigstens ist der letzte Typ, der dann etwas bringt, derjenige, der es dann auch aufbaut. So, jetzt haben wir hier wieder Energy, die gestored werden kann. Gut. Also zumindest über die Energieversorgung müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Oh Mann. Das ist doch mal echt... Ist doch ein Burner irgendwie. Also wenn ich mir überlege, wie viel Energie machen wir denn gerade? Plus 24. Okay, wir haben ordentlich Überschuss. Da könnte ich rein theoretisch jetzt hier oben nochmal so ein Dingens, so eine Monetization Station reinbasteln. Mit etwas Glück. Ja gut, hier passt jetzt nicht rein. Ich glaube mal, die Batterie, die werden wir hier einfach auch abbauen. Und dann könnte ich hier noch so eine Arbeitsstation reinsetzen. Die bauen wir ab. Wir müssen halt einfach ein bisschen umbauen, damit wir das mit dem Platz hinkriegen. Und jetzt muss mal einer vorbeikommen, der das Ding hier auch abbaut. Ja, und weg ist sie. So, dann haben wir hier noch eine Monetization Station. Plöck. Da habe ich am Anfang halt auch einfach noch nicht gewusst, wie viel Platz wir brauchen, etc. und so weiter. Insofern, es kostet jetzt auch nicht so sehr viel Mineralien, aber ich glaube mal, wenn wir hier dann unsere Bürger noch hinschicken, ich glaube, die hier rumliegen, die haben nichts zu tun. Ich bin gespannt, ob da dann gleich mal einer vorbeikommt und hier arbeitet oder so. Wir haben das ja hier sehr geschickt gebaut. Wobei ich mich frage, ob man diese Pots,
dann einfach so konstruieren muss, dass die Eingänge nach außen gehen. Also diese Living Quarters. Oh ja, da kommt einer und geht arbeiten. Oh, sei produktiv, du Ding, du. Die haben auch echt so diese kompakte Figur von Leuten, die nicht sehr sonderlich viel tun, irgendwie, fürchte ich. Ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach den idealen Aufbaumöglichkeiten für sowas. Und ich frage mich, wie man das am geschicktesten aufbauen muss oder wie man es am geschicktesten hinstellt, damit diese Pots und die Monetization Stations zusammenpassen. Aber gut, wir haben ja jetzt bald genügend Geld. Dann werde ich mal gucken, ob ich mit dem Council ein bisschen traden kann. Ja, wir haben ja auch genug Einfluss. So, jetzt können wir 10 Mineralien holen. Das müssen wir erstmal holen, glaube ich. Was ist das hier? Trade-Tickets. 3 von 5. Okay. Credits könnte ich auch noch requesten, wenn ich das wollen würde. Oh, das ist cool. Dann sind wir hier schneller. So. Dann bauen wir jetzt erstmal hier ein Command Center für absolut übertriebene 500 Credits. So, Mineralien brauchen wir 20. Wo setze ich das gute Stück denn jetzt hin? Am besten so hier. Direkt neben unsere lustige, das Defensive Turret. Kann man das auch upgraden? Oh, kann man. Oh, das kostet 6 Isotope. Boah. Nicht billig, der Spaß. Schmerzhaft. Okay. Aber auch das kann man natürlich ein bisschen verbessern. Mal schauen, dass wir das jetzt mit dem Command Center hinkriegen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Also bis man hier dann mal in die Action reinkommt. Das ist ein bisschen schade. Weil eigentlich hätte ich das gerne im Let's Try gezeigt, aber irgendwie braucht das jetzt hier halt einfach seine Zeit. Okay, wir müssen hier erstmal unglaublich viele Mineralien ranbringen. Ich mache hier mal ein bisschen schneller. So Leute, hier. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat dorscht. Okay Leute, macht mal hin. Wir brauchen Mineralien. Oh, dadurch, dass die echt immer nur eins tragen. Ich hoffe ja wirklich, dass sie dann mal irgendwie sowas wie Straßen und Versorgungsbrücken oder sonst irgendwas herstellen, weil das ist ja echt ätzend hier. Meine Fresse, Leute, macht mal hin. Gibt's ja nicht. Wie lange braucht denn das? So, jetzt wird gebaut. Warte mal, jetzt machen wir hier mal ein bisschen fixer. Ich mache das ja eigentlich nicht so gerne, weil es ein bisschen das Gefühl dafür verzerrt, wie lange es dann dauert, bestimmte Sachen aufzubauen. Aber ich denke mal, das ist jetzt ganz sinnvoll. Ist das fertig? Ja, jetzt ist es fertig. Ui. Okay, jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Das ist doch mal schön. Aber wir sehen hier noch keine Rebellencamps. Hier haben wir den Spaceport und das Council Hall und das war's. Dafür haben wir uns hier aber auch schon ganz gut ausgebreitet. Also, nicht verkehrt. So, das kostet mich zum Upgraden. 4 Isotope, das geht aber eigentlich. Ja. Naja, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier wieder ein bisschen Mineralien reinkriegen. Vielleicht passiert ja noch irgendwas. Irgendwann oder so. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber zumindest sehen wir doch, dass hier sich einige Dinge auf eine Weise entwickeln, wo man sagt, okay, das ist interessant. Ich finde diese modulare Bauweise sehr spannend. Ehrlich gesagt. Was haben wir hier? Population. Das Residential. Oh, das kostet auch gleich mal wieder 20 Mineralien, die wir gerade nicht haben. Ah, okay. Die Trade-Tickets bedeuten, ich kann in einer bestimmten Zeit so und so viele Trades mit denen machen. Und dieser Balken läuft voll und gibt mir dann die Möglichkeit für den nächsten Handel. Das finde ich jetzt auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. So. Ich denke mal, ich werde nochmal Mineralien requesten. 10 Stück oder so. Dann haben wir das auch. Dann können wir nämlich hier unser lustiges Wohngebäude bauen. Warte mal, das machen wir so. Damit wir das hier im Let's Try noch fertig kriegen. Das möchte ich nämlich gerne sehen.
So, mal ein bisschen Partystimmung, ein bisschen schneller, Leute, hier, zack, zack. Los geht's. Gleichzeitig dazu, es schifft, das Wetter ist schlecht, wir hören den leisen Gewitterregen von irgendwelchen hässlichen Blitzen und so weiter. Kommt, Leute, hier, macht mal hin. So viel braucht ihr doch gar nicht mehr. Okay, also Mineralien kann man echt nicht genug haben, so wie sich das hier anschaut. Rich, ultra rich, rich. Okay, hier wird auch fleißig gearbeitet. Ah, okay, unser hübsches Wohngebäude wird auch errichtet. Vor allem der Vorteil dabei ist, bei diesen Wohngebäuden... und hier oben gleich mal Werbung auf dem Dach. Nee, ist klar. Oh, das ist jetzt auch mal wieder so richtig böse. Das Gute daran ist, dass die Leute, die in einem solchen Gebäude leben, eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung haben. Das heißt, wenn hier also unser Smokestack ordentlich Ekelzeug in die Luft ballert, sind die Leute, die hier in diesem Residential Lot wohnen, dagegen besser geschützt, was ich echt eine gute Idee finde. Und es sieht halt auch ein bisschen hübscher aus, so in dieser hässlichen Umgebung mit bräunlichen Fabriken und so weiter. Was wir hier als nächstes machen könnten, wäre ein Office. Hier können wir dann etwas... Burrow? Was ist das hier? Burrow? Burrow Activation Costs. Burrowing your city protects it from attacks by temporarily hiding buildings underground. It takes time to recharge, so use it wisely. Wow! Also Connected Buildings, wie dieses Ding hier. HQ, also das Hauptquartier, dieses Ding hier. Und Defensive Terrorists cannot burrow. Das heißt, wenn jetzt hier ein Angriff kommt und wir sagen, wir möchten gerne unsere Leute schützen und natürlich auch die wertvollen Dinge, die wir in den entsprechenden Gebäuden gebaut haben, dann sagen wir ihnen einfach so, hey, setzt euch doch bitte mal in den Keller oder so. Das finde ich ja geil. Kommt, das machen wir mal eben kurz. Es kostet 400 Credits, das ganze Ding, aber es ist doch scheißegal. Ich meine, es ist jetzt try, wir möchten das zumindest nochmal sehen. Oder? Na klar, kommt, Leute. Also, ab in den Untergrund. Ist das geil. Ja, wie geil ist das denn? Und sie machen hier dann auch noch oben drüber... Wird hier voll dicht gemacht. Ja, wie geil. Okay, das macht Spaß. Okay, also für den ersten fetten Angriff können wir hier unsere Gebäude in die Tiefe schieben. Und es dauert eine bestimmte Zeit, bis wir die wieder rauslassen dürfen. Genauer gesagt, ich glaube, es dauert jetzt einfach ein bisschen Zeit, bis die von selbst rauskommen. Ich mach mal ein bisschen schneller. Das will ich mir jetzt noch angucken. Oh, oh. They have us in their sights. If we don't take them out, they'll just keep attacking us. If we expand our territory and spread our vision, we can find out where they're hiding. Remember, we can use command centers to extend our range of vision. Mhm. Okay, jetzt kommt der interessante Teil. Mit den Rebellen und das Let's Try ist eigentlich vorbei. Also Leute, schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, wenn ihr möchtet, dass wir jetzt noch das mit den Rebellen weitermachen. Okay, hier kommt das automatisch alles wieder raus, cool. Wenn ihr möchtet, dass wir das jetzt hier noch weiterführen, um den Story-Arc mit den Rebellen irgendwie noch anzugucken, dann sagt mir doch bitte in den Kommentaren Bescheid. Ich wäre sehr gespannt darauf zu hören, was ihr sagt, ob euch das interessiert. Also lasst es mich bitte einfach wissen. Okay, also Burrowing bedeutet... Nach einer gewissen Zeit kommen die Gebäude wieder raus und dann braucht es erstmal eine Weile, bis es refreshed. Finde ich jetzt aber nicht dumm, die Mechanik. Die gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Das ist cool. Das ist eine richtig gute Idee. Sowas habe ich bei einem Spiel bisher auch noch nicht gesehen. Egal. Also Leute, ab in die Kommentare, wenn ihr das mit den Rebellen noch lesen wollt, sage ich schon, wenn ihr das sehen möchtet. Und wenn ihr es nicht so interessant findet, auch okay, habe ich kein Thema mit. Dann schreibt mir halt einfach einen anderen Kommentar. Ich freue mich immer über Kommentare. Also, macht es gut, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin und tschüss.